Servus, Timex. Du, wir hätten ein paar Interviewfragen. Die erste Frage, wo es jeden brennend interessiert ist, wem verdankst du deinen Spitznamen oder wie ist der zustande gekommen? Timex, das fragen sich so viele Leute. Kannst du uns da Antworten geben? Ja, das weiß ich schon. Das war früher, da hat es einmal eine Werbung gegeben von den Uhren, die Timex-Uhren. Die haben nie kaputt gegangen und die haben nie aufgegeben. Und ich war im Fußball auch so, dass ich nie aufgegeben habe. Und darum haben sie dann auf einmal Timex zu mir gesagt. Und daher kommt der Spitzname. Überragend. Was war dein schönstes Erlebnis deiner Laufbahn? Das schönste Erlebnis meiner Laufbahn, da fällt mir eins ein, das war ein Punktspiel in Wackerminger mit Landshut. Und da haben wir 5-3 in Wackerminger gewonnen. Da habe ich 3 Tore geschossen. Und am nächsten Tag ist in der Bildzeitung gestanden, einmal Heiner, dreimal Dreimer und dann war Wacker im Eimer. Das war eins von den geilsten Erlebnissen. Wer war der beste Kicker, mit dem du in einer Mannschaft zusammengespielt hast? Da gibt es 2 Spieler. Zum einen der Rudi Stenzel, der war spielerisch und technisch einer der besten Spieler war, mit dem wo ich gespielt habe. Und zum anderen ein Walter Heiner, der durch seine Übersicht glänzt hat und vor allen Dingen durch seinen linken Bums, wo viele Torleute Angst gehabt haben, wenn er zum Schießen gekommen ist. Das waren 2 überragende Fußballer. Mit welchem Verein hattest du als Spieler, als aktiver Spieler, deine schönste Zeit? Ja, ganz klar in der Spiele Landshut, wo wir 86 Bayernligameister geworden sind. Ich habe 23 Jahre für den Verein gespielt. Wir haben dann auch noch 2-mal über die Landesliga mit Aufstiegsspielen aufgestiegen in die Bayernliga. War eine hervorragende Zeit in der dritten Liga damals. Und natürlich die Zeit in Vilsheim, wo ich dann meine aktive Laufbahn beendet habe, war natürlich auch super schön. Habe ich herrliche Zeit als Trainer und als Spieler miterlebt, als Spielertrainer speziell und war zum Abschluss auch noch eine tolle Sache. Jetzt, welches fußballerische Vorbild hast du in deiner Jugendzeit gehabt? Ja, als erstes war natürlich Gerd Müller ein Riesenvorbild von mir. Damals in der Zeit, wo ich noch ein bisschen kleiner war und so, mir hat das immer gefallen, wie kaltschnäuzig der vor dem Tor war und wie er die sensationellen Tore geschossen hat, speziell das 2-1 zur Weltmeisterschaft 74 zum Weltmeistertitel. Und zum anderen Matthias Sammer, durch seinen Kampf und deinen Siegeswillen. Und da gibt es eine schöne Geschichte. Da war ich einmal in Bad Abach im Biergarten und dann ist ungelogen einer hergekommen und wollte ein Autogramm von mir, weil ich habe auch so eine rötliche Hocke gehabt. Und dann hat er gemeint, ich bin der Matthias Sammer. Und du hast es ihm auch gegeben? Und ich habe ihm dann das Autogramm gegeben, habe aber gesagt, ich bin es leider nicht. Was nervt dich am heiligen Fußballgeschäft? Das, was mich am meisten nervt, das sind die absolut überzogenen hohen Ablösesummen für so mittelmäßige Spieler. Das ist der Wahnsinn. Und am allermeisten, muss ich ganz ehrlich sagen, ärgern mich diese Spielerberater, die was immer mehr Geld rausschinden. So quasi, da müssen Spieler woanders spielen, wo sie gar nicht spielen mögen, weil sie mehr Geld kriegen. Und meiner Meinung nach gehören die am Mond geschossen, weil die braucht man eh nicht. Das war am allergescheiten fürs Fußball wieder, dass man wieder zur Normalität zurückkehrt. So, Timex, anderer Ort, andere Fragen, das nicht, aber jetzt geht's weiter. Hast du irgendwas in deiner Laufbahn bereut? Ja, zum einen habe ich die Möglichkeit des Öfteren gehabt, zu 1860 zu wechseln. Und aus verschiedenen Gründen ist es nie zustande gekommen, für die Löwen zu spielen. Und zum anderen hatte ich einen Vertrag von der Spielvereinigung Bayreuth damals unterschriftsreif vorliegen und habe ihn auch nicht unterschrieben. Warum, weiß ich bis heute noch nicht. Und daher weiß ich auch nicht, ob ich das Zeug für die zweite Bundesliga gehabt hätte. Also das waren natürlich 2 Sachen, die was vielleicht ich anders machen sollen. Was war deine Lieblingsrückennummer? Meine Lieblingsrückennummer
hat sich ergeben. Ich bin in den Seniorenbereich gekommen und da war die Nummer 8 frei. Und mit der Nummer 8 bin ich dann im Seniorenbereich Stammspieler geworden und bin der Nummer eigentlich immer treu geblieben. Also darum die Nummer 8. Gibt es ein Spiel, das du nie vergessen wirst? Ja, durch das, dass ich in Lanzer gespielt habe, gibt es da wahrscheinlich sehr viele Spiele, wo ich sagen könnte. Aber für mich war vor 2 Jahren das Spiel in Schmerzhausen, Entscheidungsspiel mit Vilsheim, wo meine 2 Söhne dabei waren, wo wir dann den Aufstieg in die Kreisklasse geschafft haben. Das war für mich eigentlich das Schönste, weil, wie gesagt, meine 2 Söhne dabei waren und ich als Co-Trainer da auch am Feld dabei war. Wer war dein bester Trainer, den du je hattest? Beste Trainer für mich war der Sigi Gmal. Der hat mir damals als junger Spieler die Chance gegeben, in der ersten Mannschaft zu spielen. Hat mich geprägt und war nebenbei auch noch ein Riesenfußballer, der was zu dieser Zeit Spielertrainer der Spielvereinigung Lanzer war. Was ist die sinnloseste Regel im Fußball? Da fallen mir eigentlich momentan 2 ein, wie eigentlich die meisten sagen. Das ist diese Handspielregel und am allerschlimmsten ist es diese Abseitsregel, wo wenn der Ellenbogen oder wenn die Kniescheibe vorne ist, dass das Abseits ist. Das ist für mich lächerlich. Die größte Enttäuschung deiner Karriere? Ja, ganz klar. Die größte Enttäuschung war in Landshut, wo wir 86 Meister wurden und dann leider nicht an den Aufstieg spielen zur 2. Bundesliga teilnehmen haben können. Die Gründe sind ja bekannt. Und das zweite war mit Rapid Vilsheim, als wir ein Entscheidungsspiel zur Bezirksliga verloren und dann nicht in die Bezirksliga aufsteigen haben können. Wo hast du auswärts nie gern gespielt? Wenn ich jetzt so überlege, sportlich meistens beim FC Augsburg, weil da haben wir selten gewonnen, meistens verloren. Und was mir am meisten aufgefallen ist, immer in Memmingen, da war der Weg so weit von der Kabine zum Platz und da hast du nach dem Spiel über brutal rennen müssen, weil da die Zuschauer noch gelaufen sind. Also das war schon über eine brutale Sache.